Servus, Wanda, und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together hier in Nordamerika. Ich heiße meine beiden Mitstreiter willkommen. Den einen, den ich fast schon sehe, ist irgendwie alle sein Nachbar, nur ihn nicht. Hallo, Struppi. Marvin, hallo. Ich dachte, du grüßt. Oh Gott, ja, hier. Hallo aus dem Süden. Die Haha, leckerste. habe ich Struppi mal wieder überrascht. Ja, total. Kuchen, Quiche. Yay. Und natürlich auch Günnar. Servus. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich wirklich, dass wir heute nochmal so eine kleine Runde zusammenbekommen haben. Das war ja jetzt häufiger oder das war jetzt sehr seltener der Fall, weil wir alle so schrecklich viel zu tun hatten. Und diesmal geht es auch so, ne? Das ist ja auch ganz toll eigentlich. Ja, also ich freue mich drauf, bin gespannt, ob Struppi das heute überlebt. Da wurden ja schon Wetten auf meinem Kanal abgeschlossen. Schauen wir mal, ne? Ja, genau. Klingt So, gut. fangen wir direkt an, oder? Ja, ich würde auch sagen, da machen wir Geschwindigkeit auf 4, auf 3 vielleicht, ne? Und dann hauen wir die Pause raus, weil letztes Mal ging das ja teilweise nicht ganz so gut. So, let it Kennt rip, ihr würde ich alle sagen. schon die wicht Kennt ihr alle schon die wichtigste Neuerung von Patch 1.17? Nee, schieß los. Wenn ihr auf Regierung klickt, ist neben eurem Herrscher ein Symbol, welches Geschlecht er hat. Oh Oh mein mein Gott. Gott. Halach, Lustigerweise auch Huinik, neben Epic, Cheat. Anführern. Aha. Ach ja, stimmt, das ist für uns Nordamerikaner ganz anders. Das hat der Günther wahrscheinlich auch gerade gekriegt oder Struppi wahrscheinlich auch. Man hat jetzt immer einen Kriegsgrund auf seine Rivalen. Stimmt, Oh mein Gott. Aber man kann keine Rivalität. Provinzen damit erobern. Das Doofe ist, ich habe halt keine Rivalen. Ich hab einen. Ich Tja. kann ihn vor Aber den das hätte Krieg mir den erklären. ein oder anderen Step-Hit gepackt, gespart Der, wie wahrscheinlich. gesagt, man Obwohl, kann keine Provinzen man damit kann nichts erobern. erobern, ne? Ja. So ein Dreck. Achso, ich wollte ja ein bisschen was in meine Provinzen investieren. Moment mal gerade. Weil die Sache ist ja. Also die Kaffeeprovinzen eigentlich, ne? Die müsste ich ausbauen. Die Sache ist nämlich, ich habe mal so ein bisschen durchprobiert und auf Tech 18, damit ich meine Regierung reformieren kann, komme ich niemals. Also das ist illusorisch. Da sind voll die Europäer hier. Und deswegen werde ich also nicht irgendwie hochtechnologisieren, sondern stattdessen versuchen, möglichst viel zu kolonisieren. Das heißt also, ich werde meine Machtpunkte bis zu einem gewissen Teil auf jeden Fall auch in meine Provinzen stecken nach Möglichkeit. Jetzt suchen wir natürlich rentable Provinzen, wo man das machen könnte. Ich kann da nicht gerade was falsch verstehen, aber wie genau steckst du Machtpunkte in Kolonien? Ja, also ich meine, indem ich hier die Entwicklung verbessere. Also später, wenn sie dann fertig sind, ne? Damit ich nämlich mehr kolonisieren kann, damit ich zwei Kolonien gleichzeitig bekommen kann. Das ist so das Wichtigste. Normalerweise bringen meine Handelsgüter halt echt gerade mal einen Scheiß. Mit denen sollte sie auch handeln. Ja, Produktion jetzt, nee. Steuereinnahmen haben wir schon. Machen wir eine zeremonielle Feuerstelle wegen den weniger Beraterkosten oder haben wir schon einen? Marvin hat hier mal Berater irgendwann eingestellt. 0,47. Aber ich glaube, auch das nicht. Ich versuche lieber noch eine zweite Kolonie zu gründen. Also meine erste Kolonie kostet mich 2,6. Nächste kostet dich 4 Dukaten, das würde ich mir zweimal überlegen. Genau. Das heißt, ich muss irgendwie ein bisschen was an Dukaten reinbekommen. Also ich werde mir das auch ganz genau überlegen. Erstmal machen wir die Kolonie hier auf jeden Fall fertig. Wir haben es ja momentan nicht so eilig. Struppi wird ja eh vernichtet. Ja, das sowieso. Günther, wenn du mir in Zukunft einen Gefallen tun könntest, was das zukünftige Kolonisieren angeht, Ja. wenn du es da schaffen könntest, dich aus Handelszone Mexiko rauszuhalten, das wäre schön.
Die Handelszone Mexiko geht bis wohin? Warte mal, ich gucke. Also Tamaulipas und sowas, Cotonou. Das geht noch, ne? Das geht noch, genau. Und darunter nicht, alles klar. Darunter dann nicht mehr. Das wäre schön. Dann kommen wir uns ja nicht in die Quere. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Ja, was wir vielleicht forschen könnten, wäre Militärtechnologie. Hat der Marvin immerhin auch geforscht. Da sind sie mir ja gerade bei den Nachbarn alle überlegen. Ja, das ist halt auch der einzige Grund, warum ich überlege, Militärtechnologie zu forschen. Oh, Stufe 2 bringt halt noch nicht viel. Er bringt die Stufe 3 mit den Landmauern plus 0,5. Davon kannst du was kaufen. Genau, aber genau. Stufe 2, da ist ja, glaube ich, nichts drin, außer irgendwie Frontbreite oder so ein Schmarrn. Ja. Nein, das stimmt gar nicht. Meine Frontbreite und Nahkampf-Ability, ne? Ja. Genau, meine indianischen Bogenschützen, die mehr Nahkampf als Fernkampf haben. Denken wir drüber nach. Ja, ne, diese Bögen, die sind unglaublich fies im Nahkampf. Naja, da kann man einen wieder würgen. Genau, wenn du dieses dämliche, nutzlose Holzstück davon wegmachst, hast du eine perfekte Schnur, mit der du Leute erdrosseln kannst. Ja, genau. Ninja-Style. Der indianische Hitman. Ach verdammt, ey, dass wir keine Staatsehe machen können, Günner, ne? Ja, das ist echt super scheiße. Ich habe echt ein Auge auf diese eine Tochter bei dir da geworfen, aber... kannst du nichts machen. Lass die Finger von meiner Tochter, du Arsch, ja. Ey, wieso? Ich werde deine Tochter an meine Finger bekommen, so wahr mein Name Paris heißt. So wahr dein Name Paris heißt? Ja, sei ruhig. Ich habe mich verplappert. Lautet. Ist nie geschehen. Ja, okay, gut. Also wir haben, wir kurbeln die Kaffeeproduktion an. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Runde Stabilität verloren. Das Spiel liebt mich. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bewässerung wegen dem lokalen Steuermodifikat. Hier übrigens nicht, weil wir da schon eine haben, wenn ich das richtig. Hier vielleicht eine Burg bauen wollen, das wäre eine interessante Frage. 0,3 mehr, wenn wir bei 0,8. Kostet uns halt Unterhalt, das ist das Problem. Das bringt sogar fast Geld. Okay. Das einzige Doofe ist, ich muss jetzt nur gucken, dass ich diese Provinzen hier halte, um jeden Preis. Nicht, dass ein Nachbar sie dir wegnimmt. Ja, oder dass halt die Spanier auf diese unendlich dumme Idee kommen, ne? Ich glaube, ich hätte eigentlich hier in meine Hauptstadt verlegen können. Das ist nicht so wichtig. Ich verlege jetzt mal meine Hauptstadt. In eine Ebene. Ja. Jetzt nicht die beste Provinz, weil sie nur Wolle produziert. Da. Jumano. Direkt aufgedeckt. Sehr schön. Ja, ne? Wieso hast du die nochmal verlegt? Damit die Entwicklung da billiger wird. Ah. Zahlst eh schon bis 50% dafür, dass du primitiv bist. Ja, ich weiß. I know. Ja, will ich jetzt nach Tamaulipas? Geht halt die Gefahr, ich habe eine Kolonie. Dass mich da irgendjemand zerplätten will, ne? Das ist tatsächlich die Gefahr, wenn, dass sie dich dann angreifen. Marvin, könntest du mir da zur Not helfen als Föderation? Ich kann es versuchen. Okay, theoretisch könntest du es versuchen. Ja? Genau. Ich habe einen kolonialen Reichweiteberater, will das Spiel mich verarschen.
Ja, dann nehmen wir erstmal hier Kotonar. Kolima möchte, dass ich den Unabhängigkeit gegen die Tarasken unterstütze. Ja, komm, das klingt doch sinnvoll. Ja, aber die Tarasken sind die Schwächeren. Die Taxateken sind das Problem. Ach so. Ich hab das falsch schon im Kopf. Ja, leider. Dann marschiert der Günther schon nach Süden. Ach. Aber erstmal schön fernhalten, ne? Ja, ich merke schon. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Kolonie hier und Tamaulipas hole ich mir später. Ja, klingt weise. Wir machen jetzt 2,6 Dukaten. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Einkommen, finde. Ja, klingt gut. Fast so viel wie ich. Gut, ich meine, mit dir zu vergleichen, das ist ja Schwachsinn. Also. Ja, schleime weiter, bitte, mehr davon. Oha. Das musst du auch erstmal schaffen, dass ein eingeborenen Aufstand mehr Moral hat als deine Truppen. Ja. Oder hast du gerade gesenkten Unterhalt? Ich hab was vergessen bei meiner Sache. Moment. Ey, nee, das geht aber noch. Ja, Scheiße. Nee, das ist eigentlich. Nee, das ist doch gut. Okay, alles klar. Weil ich muss ja gucken, dass ich diese Regionen, Staaten oder wie auch immer man den Schrotter jetzt nennen will, dass ich die halt entsprechend hinzufügen kann, ne? Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Erst dann bringt mir das hier Asche. Dann ist das hier eigentlich ganz gut, weil da haben wir auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Ebene Provinzen dabei. Eine Wüste, okay, drauf gekackt. Dann gibt's noch die vier hier, da müssen wir mal gucken, dass... Lassen wir ansonsten noch dem guten Marvin. Das müssen wir mal schauen, wie wir uns das aufteilen, weil im Idealfall sollten wir uns ja nicht irgendwie um Provinzen hier kloppen, ne? Das wäre halt. Ach, das wäre doch schön. Ja. Und während wir das machen, kommen die Spanier. Ich will Humano haben. Bitte? Ich will Humano haben. Ich will ganz Südamerika haben. Manu willst du jetzt haben, weil ich die entwickelt habe, oder? Nee, weil es deine Hauptstadt ist. Ja, okay. Ich werde übrigens eine Föderation verlassen. Oh. Aber wir haben ja noch ein Bündnis. Bitte? Wir haben ja noch ein Bündnis, so ist es ja nicht. Ja. Und warum hast du es verlassen? Ich will einer anderen Föderation beitreten. Ja. Damit ich ein Föderationsmitglied angreifen kann. Der will sich gegen dich verbünden. Ja, ja, es ist. Weil es ist ja das Lustige in Föderation, dass man sich untereinander bekriegen kann. Aber sie nicht angreifen kann. Ja, in reinster Form. Einladung zum Beitritt der Föderation von Asinoboinisch. So, jetzt würde ich dich gerne in eine Föderation einladen. Ich kann dir nur Condottieri anbieten. Okay, ich habe mich getäuscht. Beziehungsweise, nee, ich habe einen Beobachtungsfehler gemacht. Der Typ ist nämlich mit dem Föderationsanführer verbündet, das heißt, es bringt mir überhaupt nichts. Oh. Wenigstens kriegen unsere Kolonien noch unsere Kultur und unsere Religion. Das ist ja in Afrika und Asien ist das nicht mehr so. Was? Ah, krass. Die Provinzen, die Teil einer Hanseshausregion sind, wechseln nicht Kultur und Religion, wenn sie kolonialisiert werden. Oh. Wurde im letzten Patch so eingeführt. Oh. Hm. Na, scheiße. Wobei das jetzt wieder geändert worden ist mit 1.17. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es für die nicht-westlichen jetzt wieder so, dass ich... Genau, entweder wenn alle Eingeborenen tot sind, also wenn man die vorab startet, oder wenn man nicht westlich ist. Das heißt, also westlich. Eigentlich sinnvoll. Genau. Krass. Das ist einfach das polnische Kolonialimperium in Afrika. Perfekt. Ich
Schäfer-Kälberze die ganze Zeit. Das ist zum Kotzen. Nur Scheiße. So, machen wir einen Wettpool auf, wann die Europäer kommen. Jetzt. Schlagsalteken haben den Tarasten den Krieg erklärt. Und ist das gut für dich? Es ist mir sowas von egal, die machen sich gegenseitig nicht. Also. Ja. Ja. Die werden platt gemacht und wahrscheinlich zögern sie damit ihren Doom noch ein bisschen hinaus oder sowas. Ah, okay. Also ja. Gefangene abschlachten. Also schlecht. ...3,93 Leute pro Runde. Pro Monat. Ohne oder mit Berater? Ohne Berater. Achso. Ohne Berater. Ja, nee, Berater sind momentan für mich noch ganz, ganz weit weg. Jetzt erstmal gucken. Deine Hauptstadt explodiert aber auch gerade. Ja, ich baue die ja auch aus wie ein Vollhorst, ne? Mhm. Also... Aber muss man echt, glaube ich... Ja, weil die Arid ist, kostet das ja... So ein Depp. Ist jetzt egal. Dann doch. Ah ne, warte mal, das ist alles Arid bei mir. Ah, nein, außer hier. Ah, ich hätte Borado nehmen sollen. Ich bin so ein Depp. Borado wäre besser gewesen. Aber wobei, dann habe ich halt immer, weil die Europäer so gerne Küstenprovinzen erobern. Mhm. Und da, wenn da so eine fette Küstenprovinz ist, ist nie so unwahrscheinlich, dass die Europäer sich den Scheiß dann gerne unter Nagel reißen wollen, glaube ich. Ne? Ja. Das wäre nicht also, so unbedingt. Nee, da wäre nicht so. Ja. Ja, dann ist als nächstes nochmal Kakax-Test dran. Und auf jeden Fall hier nochmal Borado. Was wollen die denn jetzt von mir? Plus 10% Festungsverteidigung aufgrund von Kaffee. Sehr schön. Ich dachte, ich bin der Kaffeeführer hier. Nee, so, ey, sorry, Leute. Also Kaffee ist halt genau mein Ding, ja. Das, apropos, ich trinke mir gerade einen Schluck. Sorry, das musste jetzt sein. Hast du das Gefühl, das hat geschmeckt? Bitte? Hat's geschmeckt? Ja, natürlich, ey. Also Kaffee, schwarz und lecker, Junge. Also, so, jetzt muss ich überlegen. Also, ich rufe dich zurück. Und schick dich hier hin. Gib einen minimalen Ticken Geld aus. So, ich schick die Hälfte mal hier rüber und dann gucken wir mal, ob das hinhaut. Finanziell. Oh. Können ansonsten auch noch die Stabilität erhöhen. Ja, genau, es haut finanziell hin. Okay, sehr geil. Alles klar. Freiheitsstreben von Totonaken beträgt 25%. Aber ich will, dass die Kolonie hier schneller wächst. Also gehst du hier hin. Okay, das könnte was werden. So, und jetzt bin ich dann erstmal für 1,5 Stunden AFK, bis sich hier wieder was tut. Ja. Wir erleben gerade, wie die Tarasken von den Klaxalteken vernichtet werden. Ah, okay. Das bedeutet, dass es total toll ist, weil meine Nachbarn jetzt noch stärker werden. Ah. Ja, ein weiterer Vasall. Sehr schön. Aber das haut hier nicht hin. Ja, okay. Das bringt nichts. Wieso habe ich das verdient? Ich will Zapdos zurückhaben. Okay.
Ja, schade, auf mehr als bei Kolonien gleichzeitig werde ich nie kommen, ne? Och. Aber dafür kann ich mir bald einen Berater leisten. Und zwar kann ich mir den Typen leisten, der meinen Steuermodifikator erhöht. Ich frage mich ja wirklich, wie die es schaffen können, so geringes Freiheitsbestreben zu behalten. Wenn ja. Bei mir mein Vasall irgendwie 10% meiner Armee hat, hat allein schon das Stärkeverhältnis bei ihm plus 200 oder sowas. Und jetzt haben sie hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Vasallen haben sie. Boah, das ist fett, ja. Und maximales Preisbestreben ist 40%, glaube ich. Boah. Hat die aztekische Religion nicht irgend so ein spezielle Aktion, um Freiheitsbestreben zu verringern? Scheinbar, ja. Weiß ich nicht. Ich kenne mich da halt nicht mit aus. Ja, nee, anscheinend stimmt gar nicht. Meinst du, ne? Die können den Herrscher der Vasallen opfern und kriegen dafür höheres. Das ist aber, ach so, aber ich glaube, verringern? Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Lange her. Weiß ich nicht. Auf die Azteken haben gerade jedenfalls von über 30% auf 17% was gesenkt. Also scheint es da wirklich was zu geben. Stabilität ist bei uns billiger als die Inflation zu senken. Ich habe vorher 27 für einen Stabilitätspunkt gezahlt. Ja, ich zahle 32 für einen Stabilitätspunkt. Das ist eigentlich echt ziemlich cool. Marvin ist bei 290. Die zweite Kolonie ist bei 42. Man weiß nicht, ob das doch so eine lohnende Investition war, mit einer zweiten Kolonie anzufangen. Naja, egal. Egal. Ich könnte Verwaltungstechnologie erforschen, um endlich eine feudale Monarchie zu werden. Or not? Es gibt eine Stammesdemokratie als Herrschaftsform. Das ist ein diplomatischer Unterhalt minus 2. Haben sie, glaube ich, alle, oder nicht? Die ganzen Stammesdinger. Ja. Minus 2 sollte eigentlich minus 1 sein, oder? Na, stimmt. Minus 1 bei allen hier. Mal kurz, ich muss mir mal gerade was angucken. Oder warte mal, du kannst ruhig weitermachen, aber mach mal gerade die Geschwindigkeit auf 1, bitte. Ein Grundsteuer in Yumano verlieren und dafür in Navajo und in Hopi bekommen. Aber das ist eigentlich Schwachsinn. Weil das bringt mir nicht. Okay, danke. Ja, alles klar, kannst du wieder auf 3 oder versuch mal auf 4 zu gehen von mir aus. Jo. Wenn 4 hinhaut bei uns. Wir werden sehen. Ich habe meine Regierungsform geändert, um meine Truppenlimit zu erhöhen. Ja, das ist toll, dass du überhaupt eine Regierungsform ändern kannst. Das kann ich noch nicht mal. Naja, ich kann jetzt ein Regiment mehr unterhalten. Schade, ich kann nicht den Regierungsrang Herzogtum erlangen. Das ist äußerst schade. Meiner ist derzeit Königreich. Oh. Das wundert mich jetzt aber. Aber ich glaube, das gab da irgendwie Anzeigefehler. Nö, es gibt so ein paar Staatnationen, die seltsame Ränge haben. Byzanz fängt auch als Kaiserreich an. Ja, aber ach nur hier, ich wollte gerade sagen, 1000 Gesamtentwicklung. Ich habe das überlesen. Ich dachte gerade, ich bräuchte nur 75 Prestige. Aber ja. Na, Byzanz soll ja auch als Kaiserreich anfangen, ergibt doch sogar Sinn. Boah, cool, ey. Wow, wir handeln mit Zucker. Geil. Also in der neuen Kolonie, das ist ja mal richtig nice. Das riecht gerade komisch bei mir. Kommt von draußen bestimmt.
neues Fenster zu machen. Und habt ihr alle schon gehört, Civilization 6 wurde angekündigt. Was haben wir? Gibt es das wirklich? Civ 6? Ich glaub's ja nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte ich das mal früher gewusst und ein Ankündigungsvideo dazu auf meinem Kanal gemacht. Damit, ja, dass du weißt, weiß ich ja schon. Ich weiß, warum Spaß. Aber es wissen ja die Zuschauer doch nicht. Genau, die Zuschauer schon. Wissen gar nichts. Und deiner auch, du hast es auch gemacht. Zweimal sogar. Das eine war ein Ankündigungsvideo, das andere waren Informationen. Ah, okay. Weil beim ersten Mal hatte ich noch keine Informationen. Das war shit. Sehr kurz nach der Ankündigung. Die Engländer sind da. Yay! Wow, krass. Bei das ging dir? Dann aber schnell. Ein englischer Konquistador marschiert gerade durch mein Gebiet. Oh oh. Es sollte meinen, dass die Engländer im Norden kommen, gell? Nope. Eigentlich müssten sie das, ne? Ach, Moment mal kurz. In meinem Tunesien-Spielstand gibt es auch Englisch-Mexiko. Also kann ich mich schon mal freuen. Verschwinde. Ich will den hier nicht haben. Er soll abhauen. Rotzfrech läuft er durch mein Gebiet. Krass, aber warum sind die nicht in Nordamerika? Du, wie gesagt. Wie geht denn das? Also. Aber doch, aber die haben das. Die haben noch nicht die Colonial Range, sondern die haben den einfach nur da abgesetzt, damit die den, damit die Mission machen können, ne? Ja, guck du einfach nur, genau. Jetzt verschwindet er im. Unbesiedelten Land. Aber wie gesagt, also in meinem Tunesien-Spielstand gibt es auch nur eine einzige englische Kolonie und das war Englisch-Mexiko. Also die Engländer haben schon echt ein Faible dafür, hier so in dem Bereich eher zu landen als in Nordamerika tatsächlich. Ja. Oh, Jesus Maria. Ich meine, bei ohnmächtiger Büffel oder was auch immer. Bei dem Koloniewechsel ganz gut. 517 Siedler haben wir mittlerweile. Haha, wir wachsen schneller als Marvins Kolonie. Batch, batch. Ah, das tust du aus irgendwelchen Gründen schon immer. Du kriegst ja auch Events, ich nicht. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe vorhin, ein Event gekriegt, wo ich 100 mehr bekommen habe. Ja, da habe ich noch nicht ein einziges gehabt. Ich glaube, die sind für mich deaktiviert aus irgendwelchen Gründen, wenn mein Name zu lang ist oder so. Das würde erklären, warum ich immer nur dämliche Events bekomme. Wenn der Name mit einem Sonderzeichen anfängt, hasse ich das Spiel. Merkt euch das. Okay, gut zu wissen. Ist allerdings genau wie bei mir. Mich hasst das Spiel ja auch immer. Allerdings jetzt hier nicht so im Multiplayer, nicht ganz so wie im Singleplayer. Also im Singleplayer kriegt man die Peitsche von Paradox doch häufiger zu spüren. Ja, findest du? Peitsche? Bei mir schon. Aber ich muss ja auch sagen, das sagt sich jetzt hier leicht in Nordamerika. So, November diesen Jahres gibt es die nächste Schonbehandlung. Meiner Wenigkeit. Schonbehandlung, was heißt das? Ich werde unglaublich doll geschont und mit einer Peitsche durch mein eigenes Land getrieben. Du wirst hart geschont. Ja. Genau, richtig hart durchgeschont, ey. Soll ich noch ein befestigtes Haus bauen? Gibt immerhin ein höheres Truppenlimit. Dein Volk will ich haben, ey. Freuen sich darüber, dass sie in einem Haus wohnen dürfen. Ja. Ja, das einzige Doofe ist halt nur nachher, wenn wir doch die Regierungsform geändert haben, dann sind die ganzen Gebäude weg, ne, oder? Ja. Die verschwinden dann. Das ist so ein ätzender Scheiß, ey. Ist ein ziemlicher. Ist ja ein bisschen arg unfair sonst. Downgrade dann. Und die Waffenstillstände sind vorbei. Ja, habe ich auch gerade gesehen.
So, wer will Wetten annehmen, wann der Krieg kommt? Also, wer, ich nehme Wetten an, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, Moment, ich weiß es. Der Krieg kommt im nächsten Part, weil wir haben nämlich ungefähr eine halbe Stunde auf dem Tacho. Schöne Überleitung, sehr gut. Sehr gut, wow. Gell, ne? Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich auf den nächsten Part mit euch. Ciao, ciao. Ciao. Servus.